Plastikteile in der Luca Pizza 2.0. Gestern haben Luca und Gustavo Gusto bekannt gegeben, dass in der Luca Pizza 2.0 scharfkantige Plastikteile gefunden wurden. Ich war sehr schockiert, als ich das gelesen und gehört habe. Ich bin echt froh, dass meine Pizza nicht dazugehörte, da ich ja letzte Woche auch ein Video darüber gedreht habe, als ich eine davon probiert habe. Auf der Internetseite von Gustavo Gusto finde ich gar nichts darüber. Das Schlimme ist, die machen nur noch Werbung von dieser Pizza, obwohl da scharfkantige Plastikteile drin sind. Das hat mich echt schockiert. Vorgestern hat Luca ein Video hochgeladen, in dem er eine Challenge mit seiner Freundin gemacht hat. In den letzten 40 Sekunden hat Luca bekannt gegeben, dass es ein kleines Problemchen in der Produktion der Luca Pizza 2.0 geben würde. Falls es einige von euch eventuell mitbekommen haben, oder ich denke, es haben viele von euch mitbekommen, wir hatten ein kleines Problemchen mit der Luca Pizza. Ich wollte nur eben noch kurz sagen, dass wir uns schon den ganzen Tag mit ganz vielen verschiedenen Parteien schon damit beschäftigen und uns damit auseinandersetzen mit dem kleinen Problemchen. Und ich werde dazu heute Abend noch eine Stellungnahme auf Twitter, Instagram, Snapchat etc. veröffentlicht. Letzte Woche in meinem Video habe ich euch die Luca Pizza empfohlen. Doch das nehme ich natürlich sofort zurück. Ich konnte ja nicht ahnen, dass in der Luca Pizza scharfkantige Plastikteile drin sind und sie so gefährlich sein kann. Also holt sie euch auf gar keinen Fall. Bitte holt sie euch nicht. Und wenn ihr sie schon geholt habt, dann gebt sie sofort zurück. Betroffen sind alle Pizzen, die in den Rewe-Märkten in den Bundesländern Hessen, Bayern und Rheinland-Pfalz verkauft wurden. Betroffen sind alle Pizzen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13.05.2019 und der Losnummer 288. Luca steht in der Kritik, weil er uns viel zu spät über die Gefahren der Pizza informiert hat. Seht selbst, was er darüber sagt. Hey, das war keine Absicht, es geht wirklich nur um diese 405 Pizzen, aber wenn ihr eine dieser 405 Pizzen erwischt haben solltet, meldet euch bitte direkt bei uns, weil ganz ehrlich, das kann einfach nicht sein. Ich denke, jeder Mensch mit klarem Verstand sollte wissen, dass wir nicht absichtlich Plastik drauf getan haben und dass nicht ich da jetzt irgendwie an der Produktion stehe und da Plastik drüber gestäubt habe oder so, sondern das war wirklich ein einzelner Mitarbeiterfehler beim Produzenten Gustavo Gusto, weswegen das Ganze halt leider passiert ist. Übrigens, sorry, falls ich mich an einigen Stellen hier verhaspel, aber für mich, also ich zitter seit einem Tag eigentlich nur noch. Das ist auch für mich... Also ihr müsst wirklich verstehen, dieses Luca Pizza 2 Projekt, das war für mich so das Ding eigentlich dieses Jahr und Schrott. Ich war so schockiert, als ich davon erfahren habe. Ich konnte es einfach nicht fassen. Das Video, was er gestern gemacht hat, das kaufe ich ihm einfach nicht ab. Ich glaube nicht, dass es ihm so leid tut. Zum Glück haben die großen YouTuber und die Zuschauer ihm so einen Druck gemacht, damit er endlich mal reagiert. Da ist jetzt was. Rückruf, Verletzungsgefahr. Hersteller ruft I like bla 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 Tiefkühlpizzen via Rewe zurück. Die Franco Fresco GmbH informiert über den Rückruf von Tiefkühlpizzen I like bla 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 der Marke Gustavo Gusto. Nach Unternehmensangaben können die in Rewe-Märkten in den Bundesländern Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz verkauften Pizzen mit durchsichtigen, scharfkantigen Kunststoffteilen verunreinigt sein. Betroffen sind Pizzen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13. Mai 2019. Wie kann sowas zustande kommen, fragt man sich. Hier gibt es noch einen zweiten Teil. Die Franco Fresco GmbH hat umgehend reagiert. Scharfkantige Plastikteile. Verdammte Scheiße, Alter! Hallo Luca, in diesem Video möchte ich dich gerne persönlich ansprechen, und zwar, weil du meiner Meinung nach in einer Verantwortungsrolle stehst, der du dich allerdings nicht korrekt stellst. Und das wirkt nach außen hin so, als wäre dir dein Ruf und das Geld wichtiger als die Gesundheit deiner Zuschauer. Dir wird es wahrscheinlich sogar am meisten leid tun, dass genau ausgerechnet auf deiner Pizza Plastikteile gelandet sind. Und du kannst nichts dafür. Aber wofür du allerdings etwas kannst, ist das nicht korrekte Informieren deiner Zuschauer. Und viele Menschen haben mich auf Twitter bereits darauf hingewiesen und ist noch nichts Konkretes von deiner Seite aus passiert und deswegen ist dieses Video entstanden. Ich hoffe, dass du vielleicht dieses Video siehst und danach selber ein Video machst, indem du das auch in die Headline packst und auch am Anfang vom Video erwähnst. Jeder macht mal einen Fehler. Ich behaupte jetzt nicht, dass Luca das mit dem Plastikteil war und sie auf die Pizza getan hat. Nein, sondern er hätte uns viel früher Bescheid geben müssen. Und er hätte nicht so lange warten dürfen.
Unser Leben und die Gesundheit ist auch viel wichtiger als das Image und das Geld. Das war's mit meinem Video. Eine Bitte habe ich noch an euch. Passt gut auf euch auf. Ich habe euch ganz doll lieb. Eure Lena.